So, moin, ich begrüße dich aus meinem weltweit zuständigen 4 Quadratmeter Studio, jetzt auch für den Weltraum zuständig seit kurzer Zeit. Ich habe Ethereum, das gibt es auch ein Spiel, das heißt Ethereum ohne dieses H. Was das ist, weiß ich noch nicht. Das habe ich gerade gesehen, als ich meine Spiele durchgeflöht habe. Ich habe das noch nicht gespielt. Obwohl hier steht Eroberung fortsetzen, da geht ja auch nicht. Ich möchte mir natürlich das Tutorial angucken, wer auf Weltraumspiele und Kriegsspiele steht. Das ist hier mit Matchen und was weiß ich alles, Eroberungsmodus. Ich habe wie immer die Musik leise gestellt und wir gucken uns das Tutorial an. Ne, da bekommt man immer einen guten Eindruck davon, was bietet uns das Spiel eigentlich. Willkommen, Kommandeur. Dieses Programm soll Ihnen dabei helfen, die taktischen Optionen kennenzulernen. Planetarische Invasionsflotte. Kann man das noch lesen auf dem Bildschirm? Ja, geht so, ne? So, wir müssen einen Schlüsselsektor kontrollieren auf einem Ethereum-Planeten, um den Abbau zu gewährleisten. Sie können auf zwei Arten. Entweder sie zerstören das gegnerische Kontrollzentrum oder sie zwingen die gegnerische Flotte in die Flucht, indem sie die Verteidigungsschilde vernichten. Also Kontrollzentrum oder Verteidigungsschilde. Sie können diese Tutorial-Nachrichten jederzeit wieder einblenden, indem sie auf das i-Symbol links neben der aktuellen Aufgabe klicken. Okay. Toll. Und jetzt? Wow, der baut aber schnell. Das ist ja wie bei Warhammer. Bereit machen für die Schlacht. Grundlegende Steuerung. Die Kommandeure steuern die planetaren Invasion per neuronaler Verbindung vom Mutterschiff ihrer Raumflotte aus. Ja, ist doch selbstverständlich. Ja, habe ich ja auch hier so quasi, ne? Sie können die Ansicht mit den Tasten WASD bewegen, indem Sie den Mauszeiger an den entsprechenden Bildschirmrand führen. Oder indem Sie Sie können das Mausrad gedrückt halten, um die Kamera zu bewegen. Links klicken, um eine Division oder ein Gebäude auszuwählen. Klicken Sie jetzt auf Ihre erste Einheit, die Kommunikationsinfanteriedivision, um sie auszuwählen. Okay. Wo ist die Kommandie, die da? So, sobald Sie die, können Sie mit einem Rechtsklick an die gewünschte Stelle entsenden. Um ein Gebiet einzunehmen, müssen Sie mit der Kommunikation auf einem Monolithen ein Gebäude errichten. Bewegen Sie dazu Ihre Infanterie über den Monolithen. Der Mauszeiger verwandelt sich in ein Erobern-Symbol, wenn er über einen freien Monolithen bewegt wird. Rechtsklicken Sie, der mit grünen Pfeilen gekennzeichnet ist. Um so, okay. So, jetzt muss ich erstmal den. Den finden. Ach, hier, da. Der ist. Das sind die grünen Pfeile. Also machen wir hier mal einen Rechtsklick. Moving out, yeah. Moving out, yeah. Ein Monolith. So, die errichten dort jetzt ein Gebäude. Aha, und da landet jetzt auch schon einer. Oder das sind die, die das errichten? Oi, 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 oi. Fertig, Division aufstellen. Sie haben ein Gebiet eingenommen. Aha. Da Sie den Bau überwachen, dass er bemannt wird. Öffnen Sie zum einen das Aufstellungsmenü. Klicken Sie auf das Aufzustellen und links klicken Sie schließlich auf die blaue kreisförmige Aufstellungszone um Ihr Kontrollzentrum. Ist das jetzt das Kontrollzentrum oder das andere? Habe ich nicht aufgepasst. Wenn Sie die Umschalttaste gedrückt und noch eine gültige mehrere. Ihres können in der Aufstellungszone, also nochmal. Klicken Sie auf das Symbol und links klicken.
So, wo ist denn jetzt dieses Symbol, dieses Infanterie-Dingenskirchenbums da? Das hier, Kontrollzentrum. So, und jetzt soll ich hier. Aha. Aufstellungszone, aber ich soll doch erstmal. Aufstellungszone. Oder soll ich das hier klicken? Außenposten, das ist der Außenposten. Das war nicht der richtige. Dann muss ich den hier nehmen. Ich sehe aber dieses Symbol jetzt nicht. Ich habe jetzt mal die mittlere Maustaste benutzt. So. Ich sehe aber das Symbol nicht. Kommensat-Anlage. Logistik, Raumhafen. Das Aufstellungsmenü. Das könnte ja dieses sein, ja? Oder hier unten. Das ist aber. Doch, das ist ja die Kommunikationsinfanterie. Ja, und nun? Bin ich zu blöd? Das Aufstellungsmenü. Klicken Sie auf das Symbol. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Ach, hier oben ist das. Da. Das ist das Aufstellungsmenü. Und dann das hier anklicken. Blaue kreisförmige Aufstellungszone. Ah, ja. Das ist die blaue. So. Ah, jetzt sehe ich das auch. Dann machen wir das mal dahin. So. Und was passiert jetzt? Aha, da kommt sie an. So, Ethereum, bla bla bla. Bild finden Sie in bestimmten. Setzen Sie die gerade um den Monolithen in der Mitte der Karte einzunehmen, mit grünen Pfeilen gekennzeichnet. Jetzt müssen wir mal wieder klein machen hier. So. Ready for orders.
So, in der Mitte der Karte ein. Da. Aha. Das ist also die Mitte. Können Sie den Spitzel. Deckung dafür, dass Firion sie sehen. Tarnung macht die unsichtbar für den Feind. Nur aufgrund der Distanz mit einer internen. Aha, okay. Okay. Und da sind Feinde gleich. Pass auf, pass auf, pass auf! So, 0 von 3 steht da jetzt. Was auch immer das bedeutet. So, die bauen jetzt. Ganz schwer am Erkennen. Auch das sind wohl diese Kugeln hier, die. Ethereum-Kugeln. So, jetzt sind sie gleich fertig. Der ist gleich voll hier. Oder? Der sieht schon voll aus. Gut. Da hat die größere Kontrolle. Im Randbereich oder eine Ethereum. Beginnen Sie sofort mit dem App, indem Sie auf der Kugel einen Extraktor errichten. Klicken Sie auf das blaue Symbol über der neuen Kugel. Aha. Habe ich gemacht. Da wird jetzt ein Extraktor errichtet. Ach so, das ist der Kreis, der sich da dreht. Der zeigt an, wie schnell der fertig ist. Yep. Gut, Sie können Erweiterungen zu Ihren Gebäuden hinzufügen. Anhand der Felder über den Gebäuden, die Sie kontrollieren, können Sie erkennen, für wie viele Erweiterungen ein Gebäude. Ach, das war 0, 0 von 3. Aha. Erweiterungen gewähren unterschiedliche Boni. Wir werden uns auf die Verbesserung des Ethereum-Abbaus, indem wir eine Ethereum-Raffinerie in unserer neuen Kolonie errichten. Öffnen Sie mit einem Klick auf das Plus-Symbol. Da. Da. Warum wir das zweimal? Ach, das ist ein anderes. Okay. So. Und klicken Sie auf das Raffineriesymbol. Dieses da oben. Klicken Sie danach auf die Kolonie, die Sie kürzlich errichtet haben. Ist das jetzt die Kolonie hier? Naja, wir werden sehen. So. Oh, das soll wohl hier, ne? So, was? Ah ja, da läuft auch jetzt der Zeiger. Nun, gleich haben wir 1 von 3 wahrscheinlich da stehen. Gut, die ist sichergestellt. Und nun müssen wir in der Kriegszone Land gewinnen. Entfernt wurde ein rohstoffreiches Gebiet. Sie müssen einen Lufttransport um diesen Monolith schnell erreichen. Lufttransporter können nur Infanterie. Division transportieren und sind nicht bewaffnet. Rechts neben der Minimap. Da. Ach, das ist der oberste davon, ne? Der, ja. In der Aufstellungszone. Kommunikationsinfanterie aufstellen jetzt erstmal. Das ist erstmal. So, und dann fordern wir. Da kommt sie schon. Chip, chip, chip. Lufttransport anfordern. Fertig?
So, machen die das jetzt automatisch, die sich da befinden, stand da, ne? Ich habe jetzt da drauf geklickt, mal gucken, was passiert. Ah, da kommt was, da kommt was. So, ausgezeichnet. Können Sie wie eine Lufteinheit die Vision steuern? Das, ne, Sie können über Gebirge Wasser. Klicken Sie auf das Abwerfsymbol über Ihren Transporter auszulösen. Nehmen Sie den Monolithen unten links ein, indem Sie auf die im Lufttransporter. Der Monolith ist mit einem grünen Pfeil gekennzeichnet. So, da muss ich ja die jetzt erstmal hier irgendwie markieren. Wo sind denn die jetzt? Habe ich die jetzt am Hacken oder nicht? Unten links auf der Minimap. Passiert jetzt was? Wollen wir mal gucken. Nee. Wo ist denn meine Einheit geblieben? Abwerfen? Standing by. Aha, jetzt habe ich sie. Gut, da, jetzt hin hier, komm. Roger that. Gib doch Antwort, Kommando Rotterdam. Yeah. Ach, da fliegen sie. Gut. Das sieht man auf der Karte. Ja, das sieht man es auch. Da ist dieser Lichtkegel, der sich bewegt. Und dann absetzen, wenn wir drüber sind, ne? Ready. Ready. Was machen die jetzt? Machen die überhaupt was? Waiting for orders. Standing by. Hier habe ich doch jetzt alles geklickt hier, verdammte Axt. Was soll denn das jetzt? Muss ich den Pfeil hier noch Reporting. drücken? Bauen, ihr sollt bauen. Jetzt irgendwas vergessen. Ja, das haben wir doch alles gemacht. Warum geht das nicht? Ready. Ten four. Ready for orders. Moving to coordinates. Jetzt geht es. Da hat er sich wohl vielleicht Millimeter daneben geklickt. Ich weiß es nicht. Es sah aber so aus, als wenn die genau da waren, ne?
Umbauen Sie. Gut. Kleiner Softwarefehler. Ja. Hier läuft noch eins. Jo. Gut. So. Aha. Gut, Kommandeur. Versorgungsstation, die Versorgungsstation, das ist die Versorgungsstation. Schluss. Und den. Oh, mal gucken, ob das klappt, ne? Ja, den. Plus. Ja, da tut sich was. Hat keinen Strom. Gut, Versorgungsstation fertiggestellt. Perfekt. Da ist unsere Kolonie nun uneingeschränkt nutzbar. Die haben eine Versorgungsroute. Sie können Gebiete, die sich zwischen. Rechts unter Isolierten nur ein Gebiet. Stellen Sie eine Division aus Kommunikations- und erproben Sie mit ihr die Monolithen zwischen denen. Okay. Wenn wir den erobern. So. Und wann kommt die Meldung, dass ihr fertig seid? Waiting for orders. Das ist der. Da muss ja hier noch einer sein. Da. Roger that. Roger that. Dann läuft mal los, ne? So sieht man doch, sieht man auch auf der Karte. Der blaue Punkt, der sich da bewegt. Der Minimap, das ist ja gut, das muss auch sein, dann ist man unsicher, ob man nun richtig geklickt hat oder nicht, ne? Also ganz verbunden sind die aber noch nicht. Oder erweitert sich das jetzt, wenn die fertig sind? Ja. Da sehe ich noch mehr. Oh, da sind leckere Ethereum-Vorkommen. Außenposten wurde fertiggestellt. Hat doch geblinkt. Sehr gut. Sie haben ihre Isolierte mit dem Hauptversorgung. Sie können sie verkaufen. Aha, die wird jetzt abgebaut. So, so. So, die Technologiestufe, die im Ressourcenfeld oben links auf dem Bildschirm angezeigt wird. Ach, da. Da oben ist es. Das dürfte das sein hier. Reicht von 1 bis 5. 1.
Einsatz von Fortgeschrittenen, die man von bestimmten wie etwas schilden. Fügen Sie einem Ihrer Gebiete die Erweiterung Technologiezentrum hinzu, um Ihre Technologiestufe um ein zu erhöhen. Jener hier. Plus und der hier. Gut. Aber dann nehmen wir nicht. Dann denke ich mal, können wir den hier nehmen? Plus. Mal gucken, das läuft ja jetzt. Ja. Da muss da oben ja dann der zweite blaue Balken erscheinen. Jupp, und er ist da. Befehlsfertigkeiten im unteren Bildschirm angezeigt werden. Ach, da unten. Die sind jetzt erst aktiv, oder was? Befehlspunkten. Warum fehlt sich mir das halt wieder auch? Decken Sie mit der Fertigkeit Spionageradar das gegnerische Kontrollzentrum auf. Wählen Sie mit einem Klick auf das entsprechende und klicken Sie dann auf das gegnerische Kontrollzentrum. Also muss ich jetzt erstmal gucken. Der hier und da oben hinklicken. So, Achtung, kommen wir denn, ne? Und Plünderer gesichtet. So, ich muss jetzt mal gucken. Statusfenster für Nebenfraktionen. Das ist hier. Das ist die Nebenfraktion. Und dann auch das Symbol über einer ihrer Kolonien. Woher weiß ich jetzt, wo die sind? Muss ich erstmal hier draufklicken. So. Ja, wo sind denn die Nebenfraktionen jetzt? Das ist keine Nebenfraktion. Die muss doch hier irgendwo dann sein jetzt, oder irre ich mich jetzt so total? Ist es das hier? Nee, das ist ja der Feind hier. Oder irre ich mich? Wo haben wir denn hier noch? Müssen hier irgendwelche angezeigt werden noch? Hallo? Nordwesten, Nordwesten, das ist ja hier. Das ist nicht Nordwesten. So, da muss ja hier irgendwo. Muss ja noch eine existieren. Teufel auch, ich finde ihn nicht. Dann mal reingucken, da draufklicken. Dann nach da oben rechts, das ist das Nordwesten. Okay. Das können wir doch erstmal klein machen hier. Das ist doch alles. Das stört bloß. So, jetzt nochmal draufklicken.
Die ist doch aber da gemeint. Sonst sehe ich keine hier. Ich sehe nur die. Ja, das ist ja aber die falsche. Das sind ja die, die wir einnehmen wollen, denke ich mal, ne? Das ist doch diese hier. Also, da ist die. Über einer ihrer Kolonien. Ja, das ist ja aber die einzige da oben. Ja, da kann ich aber nichts machen jetzt. Das Einzige ist das hier. Oh, das ist aber nicht gemeint. Man nimmt er nicht. Ich sehe keine andere. Die hier vielleicht. Ja. Das könnte sein, ja, das läuft jetzt auch. Ach, das ist damit gemeint. Ja, das sieht ja auch ganz anders aus, ne? So, ein Extraktor wurde fertiggestellt. Und nun? Habe ich einen für uns fertiggestellt, oder was? Da ist ja nichts, das ist ja das Ende der Karte hier. Das ist alles Kokolores. Ja, das wäre jetzt. Das ist doch das Plündererlager. Jetzt hier draufklicken. Da ist aber keins. Gehen wir da nochmal wieder raus. Das ist das Kontrollzentrum. Das ist nicht das. Und das hier ist der Extraktor. Wo ist das Plündererlager? Das sind diese Monolithen, diese Dinger da. Auch nicht, auch nicht. Da habe ich jetzt einen Extraktor aufgestellt. Ist ja nicht der Sinn der Sache. Das ist die Kolonie. So. Was mache ich verkehrt hier? Der hat ja hier diesen, aber da hat er einen großen Kreis. Nordwestlichen Zone. Das muss ja hier oben dieses Symbol erscheinen. Statusfenster.
Nebenfraktion. Also hier. Und da. Das geht nicht. Funktioniert nicht. Was haben wir denn hier? Ist noch eine? Ne, das sind diese Kugeln hier. Das sind diese beiden. Muss hier ja noch irgendeine Nebenfraktion sein. Extraktor, Kontrollzentrum. Und hier, mehr ist hier nicht. Ist hier noch irgendwas? Wieder nix. Tja. Schieten, Dieten. Das ist doch das Plündererlager. Ja, da komme ich jetzt aber nicht weiter. Das ist irgendwie, finde ich das nicht. Das Plündererlager, ist das hier das? Ja, das ist doch meine eigene, oder? Ist das das Plünder? Ja, machen wir das mal hier. Das ist also die, dachte, das wäre meine. Egal, machen wir das. Tatsächlich. Spielgrundlagen vermittelt. Also das war die, ich habe gedacht, das hätte ich gegründet. Aber das war wohl das hier, habe ich das wohl verwechselt. Ne? Naja, die haben auch hier oben markiert gehabt. Das war ja völlig falsch. So. So, da kann man eine Armee aufbauen. Ja, sie werden bei Bedarf freigeschaltet. Sie haben Zugriff auf unterschiedliche um ihren Gegner. Viel Glück, Kommandeur. So, siehst du. Ja, das ist das, was ich wissen wollte. Naja, und Krieg bleibt immer Krieg. Ne? Man kann erstmal diese ganzen Kugeln hier dann einnehmen noch. Muss man hier diesen einnehmen, unter den ausbeuten. Ja, gut. Das ist jetzt Kleinarbeit. Die kannst du dann machen, wenn du da Bock drauf hast. Ne? Ich danke fürs Zuschauen. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich über ein Gefällt mir, auch wenn ich ein bisschen dösig mich angestellt habe. Und natürlich noch mehr über ein Abo. Und freue mich auch, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist und bis das erscheint. Schau dir doch eins von den anderen, inzwischen glaube ich weit über 300 Videos an, die ich auf meinem Kanal habe. Da ist bestimmt das eine oder andere Spiel dabei, was dich interessiert, was du gerne mal sehen würdest. Ne? Reinschauen kostet ja nichts. Und von daher kann das nur Gewinn bringen. Ne?
So, wir sehen uns beim nächsten Spiel. Bis dahin selber viel Spaß beim Spielen und bleibt gesund. Tschüss.